Die Einleitungswirbel, die müssen wir normal machen. Wir haben den Rausch des Lebens gekostet, das soll uns die Polizei erstmal nachmachen. Auf der Brücke! Wann? Vor 2 Monaten! Johann Kilian von Strack, Kammerherr, Hofschanze, durch und durch. Ich hoffe, dass der Kilian auch nicht Du bist zum ersten Mal hier. Oder du besuchst wieder mal Freunde. Es ist immer dasselbe. Du bummelst diesseits und jenseits der Straßen. Du erlebst und genießt das farbige Bild einer 2-Millionen-Stadt. Vielleicht fasziniert dich auch das dichte Nebeneinander von Leben und Arbeiten. Das war schon immer so. Die wichtigste Existenzgrundlage für die 2 Millionen Einwohner dieser Stadt ist eine funktionierende Wirtschaft. Das Produktions- und Lieferprogramm der Berliner Industrie- und Handwerksbetriebe ist breit gefächert. Vom Präzisionszeitrelais über komplette Industrieanlagen
bis zum Geigen- oder Motorradbau. Dabei ist dieser industrielle Ballungsraum auf einen regelmäßigen Zuzug von qualifizierten Fachkräften angewiesen. Sie kommen von überall aus der Bundesrepublik. Von der Elbe, der Ruhr, dem Neckar, der Donau. Alfred kommt aus Bayern. Er lebt und arbeitet seit einem halben Jahr in Berlin. Das war so. In Augsburg vor 6 Monaten eine Berliner Informationsveranstaltung am Rathausplatz. Hier beginnt Alfreds Weg nach West-Berlin. Es ist die gleiche Geschichte von mehreren tausend jungen Frauen und Männern in den letzten Jahren. Diese Stadt Berlin bietet Chancen für Fachkräfte in Schlüsselpositionen von Handel, Handwerk und Industrie. Über 350.000 zugewanderte Arbeitnehmer waren es in den letzten 20 Jahren. Davon sind über 2/3 Berliner geworden. Bis Ihre Familie nachkommt, bekommen Sie sofort ein Apartment. Dann kann ich mal nach Berlin kommen. Das kann in Ihrem Fall ganz schnell gehen, als gesuchte Fachkraft, wenn alles klappt. Von München ist es ja nur eine Flugstunde bis Berlin-Tegel. Und es geht wirklich schnell. Gespräche mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitsamt zu Hause. Und dann Reisebüro, Flugkarte und schon ist man am Ziel. Eisbein mit Sauerkraut und Erbspüree, Buletten und Soleier stehen auf der Karte. Aber Alfred liest den Stadtplan. Kann ich dir helfen? Du, morgen müssen wir zum Bahnhof. Die Bereitschaft der Berliner, jemanden den Weg zu zeigen, wird oft wörtlich genommen. Du, das zeige ich dir. 2 Schnäpse. Der nächste Tag. Kudamm, Tauentzien, Wittenbergplatz. Alfred kennt sich schon aus. 10 Minuten Fußweg zum Informations- und Beratungsdienst für zuwandernde Arbeitnehmer. Jetzt wollte ich mal, mich über die AWO-Bau informieren. Ja, am besten, Sie setzen sich gleich direkt mit der AWO-Bau in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestimmt schnell helfen. Die AWO-Bau hat nämlich über das gesamte Stadtgebiet und verkehrsgünstig und 6.000 Apartments zur Verfügung. Gut, dann werde ich mal zur AWO hinschauen. Und beim Arbeitsamt werde ich die Berlin-Vergünstigungen da beantragen. Denken Sie daran, dass es die steuer- und sozialversicherungsfreie Arbeitnehmerzulage gibt. 8% vom Bruttoverdienst, also bares Geld wert. Im Arbeitsamt laufen die Fäden zusammen. Na, ich nehme mal Ihre Karteikarte. Hier werden die Arbeitssuchenden beraten und vermittelt, wie auch Alfred. Er hat inzwischen seinen Arbeitsplatz als Einrichter für NC-gesteuerte Drehmaschinen bei BMW. Nun will er hier die Vergünstigungen beantragen. Und da haben Sie dieses gelbe Heftchen auch drin, da können Sie es alles nochmal nachlesen. Aber ganz kurz, für Sie würde also in Frage kommen, erstens das Überbrückungsgeld, zweitens Familienheimfahrten bis zu 4-mal im Jahr, solange Sie Ihren ersten Wohnsitz nicht nach Berlin verlegt haben. Sonst Umzugskosten und dafür also die An- und Rückreisekosten sowie Einrichtungsbeihilfe. Vielleicht gehen wir den Antrag mal zusammen durch, damit Sie gleich wissen, was Sie da also alles ausfüllen müssen. Das war vor 6 Monaten. Inzwischen wohnt Alfred hier, hat guten Kontakt zu den Nachbarn und Kollegen und gute Nachrichten für seine Frau in Dingolfing, die in 4 Wochen mit der Tochter nachkommen soll. Die neue Wohnung für die Familie ist inzwischen eingerichtet. Ja, du, mit der Wohnung ist das auch geklappt. Ja, Kollegen haben mir sehr geholfen.
Ich schätze, in 4 Wochen sowas jetzt nachkommen können, gell? Ja, du, jetzt muss ich aber langsam Schluss machen, gell? Jetzt muss ich noch auf die Abendschule, gell? Und der Fritz wartet schon draußen. Sie? Alfred Steiler? Hat sich gut eingelebt. Aus dem umfangreichen Angebot der Volkshochschule hat er mit seinem Kollegen Fritz einen Mathematikkursus belegt. Der berufsbegleitende Bildungsweg hält zusätzliche Qualifikationen bereit, um einen Aufstieg im Beruf zu ermöglichen und um den Arbeitsplatz zu sichern. Untersteigung? Das ist also Alfred. Immer gut gelaunt, immer hilfsbereit, wenn, wie hier am Montageband, mal was schiefläuft. Alfred, der technische Zeichner, der Werkzeugmacher und Einrichter. Alfred sagt, Berlin ist eine Stadt zum Leben und Arbeiten. Und du fragst dich vielleicht, warum eigentlich nicht auch mal Berliner sein? Die alte Sympathie für Berlin hat zu der Entscheidung geführt, hier ein neues, bedeutendes Werk zu errichten und an alten
Das heißt aber natürlich noch in der Hertha-Deckung, dann ihr Mantraut angespielt und auch der sieht sich angegriffen. Muss also spielen.